Händels Messias ist ein singulärer Block in der Musik seiner Zeit. Ein Bruch mit dem, was vorher war. Was hat den gebürtigen Hallenser zu dem inspiriert, was britische Musikwissenschaftler das neue Genre des englischen Theaterkonzertoratoriums nennen? Händel hatte in Hamburg die protestantische Passion kennengelernt. Er hatte sich als junger Mann in Rom mit dem italienischen Oratorium auseinandergesetzt und dort in den privaten Gemächern des Fürsten Ruspoli sogar ein Osteroratorium zur Aufführung gebracht, in dem ein Engel mit dem Teufel debattiert. Und dann, in England, hatte Händel Anthems komponiert, deren angestammter Platz der Chorgesang des anglikanischen Gottesdienstes ist. Haben diese Eindrücke und Einflüsse den Kompositionsprozess des Messias beeinflusst? Und wenn ja, wie? Form follows function. Dieser Leitsatz des modernen Designs gilt auch für Barockkomponisten. Charles Jennens Messias-Libretto ist kein geistliches Theaterstück. Es ist ein theologisches Manifest aus Bibelzitaten. Georg Friedrich Händel sah sich in seinem Arbeitszimmer in der Brook Street gezwungen, der Logik der ungewöhnlichen Textvorlage zu folgen. Also vermied er Rezitative, straffte Arien und setzte den Chor als Träger der Idee in den Mittelpunkt des Werks. Wie sehr sich Händel dabei der Probleme und des theologischen Anspruchs des Textes bewusst war, zeigt ein Gutachten des Bischofs von Elphin, das der Komponist als Argument für die geistliche Qualität seines Messias gerne heranzog. Mr. Händel scheint sich übertroffen zu haben. Das Ganze ist jenseits all der Dinge, die ich kenne und von denen ich gelesen und gehört habe. Die Komposition ist meisterlich und kunstfertig ausgeführt. Zudem ist deren Wohlklang so großartig und offen, sodass sie alle diejenigen erfreut, die Ohren haben zu hören, ob gelehrt oder ungelehrt. Georg Friedrich Händel verlässt Dublin Anfang Juni 1742, nicht ohne sich mit einer letzten Aufführung des Messias verabschiedet zu haben. Die großartigste musikalische Komposition, die man jemals gehört hat, gibt ihm eine irische Zeitung mit auf die Reise. Der stolze Meister hofft, den Erfolg in seiner Wahlheimat London zu wiederholen. Ein knappes Jahr später, in der Osterwoche 1743, bringt Händel das Oratorium in Covent Garden auf die Bühne. Zu seinem Entsetzen, über die Aufregung erkrankt er sogar an schwerer Schüttellähmung, wird der Messias zum Streitfall. Eine Stimme im Chor der religiösen Bedenkenträger ist sein Librettist Charles Jennens. Händels Messias hat mich enttäuscht, da er in so großer Hast vertont worden ist. Obwohl er gesagt hatte, er würde sich ein Jahr mit ihm beschäftigen und ihn zur besten aller seiner Kompositionen machen. Was hat Charles Jennens so verärgert? War es die Kritik aus Kirchenkreisen, die er nicht auf sich beziehen wollte? Oder war er wirklich überzeugt, Händels belangloses Musiktheater habe seine tiefschürfende Bibelauslegung verunstaltet? Die Partitur sei eines Händels unwürdig und erst recht des Messias, poltert Jennens. Er habe seine Bibel wohl gelesen, wehrt sich der Komponist gegen den Vorwurf theologischer Oberflächlichkeit. Händel ist trotz seines extrovertierten Wesens ein versöhnlicher Mensch und lässt sich von Jennens nicht unterkriegen. Und so werden die beiden Männer bald wieder einen verträglichen Umgang miteinander pflegen. Händel wird Jennens sogar in seinem Testament berücksichtigen und ihm ein Bild aus seiner Gemäldesammlung als Erinnerungsstück hinterlassen. Händel, der immer an seinen Messias glaubte, wird noch erleben, wie sein Oratorium an den Erfolg von Irland anknüpfen kann. Der Siegeszug des Messias beginnt wie ein langgezogenes Crescendo
Und das nicht nur in der Hauptstadt des britischen Königreichs. In Dublin wird der Messias bereits ab 1744 regelmäßig von der Charitable Musical Society aufgeführt. In Oxford setzt ihn das Sheldonian Theatre 1749 aufs Programm. Andere Orte wie Bristol und Bath folgen. Dies hat mit der Entstehung bürgerlicher Musikgesellschaften und Chorvereinigungen im späten 18. Jahrhundert zu tun. Im Laufe des Jahrhunderts wird der Messias sogar zur nationalen Institution. Georg Friedrich Händel stirbt 1759. Es ist das Jahr, in dem der Messias zum ersten Mal in einer Kathedrale, der von Hereford, erklingt.